willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Wir machen heute das wohl einfachste Rezept für einen perfekten Krustenbraten vom Grill. Los geht's! Viele scheuen sich so ein bisschen davor, einen Krustenbraten zu machen, weil die Kruste muss ja perfekt werden und da gibt es so viel zu beachten und ich weiß nicht, ob das klappt. Und heute gebe ich euch deshalb eine idiotensichere Anleitung, wie ihr direkt beim ersten Versuch einen perfekten Krustenbraten machen könnt. Und das ist gleichzeitig auch noch die einfachste Methode, die ihr online überhaupt finden werdet. Wir brauchen keine Salzlake, wir müssen den nicht einlegen, wir müssen den nicht vorkochen, wir können ihn wirklich komplett grillen und die Kruste, die wird perfekt. Sollte ich dieses Versprechen in diesem Video einhalten können, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, werdet Teil dieser Community und wenn ihr dann noch ein paar nette Worte für mich in den Kommentaren habt, wäre ich euch sehr dankbar. Für den perfekten Krustenbraten brauchen wir natürlich auch das perfekte Ausgangsmaterial, nämlich einen Krustenbraten von richtig guter Qualität. Das entscheidet nachher über den Geschmack und über die Saftigkeit. Die Kruste kriegt ihr aber auch mit einem günstigen Stück Fleisch immer gleich gut hin. Trotzdem wird der Krustenbraten an sich geschmacklich und von der Saftigkeit her nicht so ein Highlight sein, mal abgesehen von Tierschutzaspekten und Umweltschutzaspekten. Wenn ihr keinen Metzger in der Nähe habt, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung eine super Bezugsquelle. Das Rezept funktioniert übrigens auch exakt genauso mit dem Schweinebauch. Unser Fleisch tupfen wir jetzt trocken und schauen mal, ob noch irgendwo Sehnen dran sind, irgendwelche Fettknubbel oder vielleicht auch noch Knochenreste. Die parieren wir nochmal runter und danach ist der Krustenbraten an sich so auch schon fertig. Wir haben jetzt nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen den Krustenbraten so, wie er ist und schneiden ihn nicht ein. Oder wir nehmen den Krustenbraten und schneiden ihn ein, damit man nachher diese charakteristischen Würfel hat, die nachher schön knusprig werden. Die haben auch noch den Vorteil, dass man ihn besser anschneiden kann. Wenn wir die Kruste ganz lassen, kann man ihn allerdings auch gut anschneiden. Muss man nur ein bisschen anders machen, zeige ich euch am Ende des Videos. Deswegen liegen hier auch zwei Stücke. Wir werden einmal die Kruste im Ganzen lassen und einmal die Kruste einritzen. Achtet beim Einschneiden darauf, nicht zu tief ins Fleisch reinzuschneiden, ungefähr einen halben Zentimeter tief. Das kriegt man nie hundertprozentig hin, ist auch nicht allzu schlimm, aber wenn ihr natürlich ins Fleisch zu tief reinschneidet, schneidet ihr entweder den Braten durch oder er wird nachher halt nicht so saftig, wie es werden könnte. Wenn ihr mal ein bisschen ins Fleisch reinschneidet, das werdet ihr nachher überhaupt nicht merken. Für Küchenmesser ist das tatsächlich auch eine Herausforderung, das hier sauber einschneiden zu können. Deswegen empfehle ich euch, ein gutes, scharfes Messer dafür zu nehmen. Aber selbst die besten Messer werden irgendwann ein bisschen stumpf und dann solltet ihr die nachschleifen. Da werde ich ständig gefragt, was ich denn empfehlen würde, wie man seine Messer gut nachschleifen kann. Und ein Produkt, womit jeder seine Messer perfekt schleifen kann, das ist der Hall Rollschleifer. Wenn ihr Interesse daran habt, ich verlinke euch den mal unten mit einem Rabattcode und nein, ich verdiene daran nichts. Wer sich aber auskennt, weiß, dass ein Rabatt für den Hall eine echte Seltenheit ist, also schlag zu. Jetzt geht es aber weiter um unseren Krustenbraten und dafür brauchen wir so eine Edelstahlform mit Rost. Da rein kommt ein bisschen Wasser, da drauf werden unsere Bratenstücke gleich Platz nehmen. Die Fleischseite rubbt ihr jetzt mit einem Rub eurer Wahl, seid da richtig großzügig, spart aber die Schwarte aus. Auf die Schwarte darf nämlich nichts anderes als Salz. Alle anderen Gewürze würden hier drauf verbrennen. Wenn ihr euren Krustenbraten einschneidet, dann seid mit dem Salz auch ein bisschen vorsichtig. Nehmt ein bisschen Salz, würzt es wirklich mit dem Salz so, wie ihr es salzen würdet und dann reibt ihr das ein bisschen rein. Zum Schluss dann nochmal ein bisschen Salz oben drüber geben, das aber nicht mehr einreiben. Wenn ihr euren Krustenbraten nicht einschneidet, dann seid mit dem Salz absolut nicht sparsam. Hier muss eine ganze Menge Salz drauf. Wir machen hier eine Art Salzkruste, das heißt flächendeckend über den gesamten Braten Salz drauf. Keine Sorge, das wird nachher nicht zu salzig. Das sieht relativ lustig aus, gleich, wenn wir das vom Grill runterholen. Das war es auch schon an Vorbereitung. Kein Einziehen lassen, kein Wässern, kein Übernacht, irgendwas, nein. So wie das jetzt ist, kommt es direkt auf den Grill bei vorgeheizten 160 bis 190 Grad. Die Brenner stellt ihr so ein, dass euer Krustenbraten indirekt liegt. Über ein oder zwei Brenner, die ausgeschaltet sind und die äußeren Brenner, die sind angeschaltet. Zwei Stück und die dreht ihr entweder auf volle Stufe, je nach Leistung eures Grills, oder so wie hier jetzt auf Dreiviertelstufe, dass wir die 160 bis 190 Grad am Deckel haben. Im Idealfall macht ihr das schon vorher, damit sich die Temperatur eingepegelt hat. Wenn ihr euren Grill kennt, könnt ihr das aber auch so wie ich jetzt hier machen, draufstellen, dann einriegeln lassen, wenn ihr wisst, bei welcher Einstellung die 160 bis 190 Grad erreicht werden. Und für die nächsten 60 Minuten braucht ihr jetzt nichts mehr tun. In 60 Minuten werden wir die Temperatur noch mal ein bisschen verändern, schauen einmal nach und dann geht der Krustenbraten in die zweite Phase und ist fertig.
Nach einer Stunde sieht unser Krustenbraten jetzt genauso aus. Bei dem mit der Salzkruste sehen wir, dass das Salz sich richtig verfestigt hat. Ist jetzt hier schon so ein bisschen auseinandergebrochen. Kann aber auch sein, dass ihr wirklich eine durchgängige Platte an Salz habt. Und dieses Salz, das müssen wir jetzt entfernen. Und bei dem Krustenbraten, den ihr eingeschnitten habt, seht ihr jetzt schon, dass so teilweise die Kruste richtig schön aufploppt. Damit die das jetzt aber so richtig tut, werden wir bei dem einen Krustenbraten das Salz, wie gesagt, entfernen. Danach den Deckel schließen, die Brenner hochdrehen, die äußeren, dass wir eine Deckeltemperatur von 220 bis 250 Grad erreichen. Euer Grill das mit den äußeren Brennern nicht schaffen, dann dreht ihr auch unter der Schale ein, zwei Brenner auf niedrige Stufe mit dazu. Wichtig ist, die Flüssigkeit in der Schale, die sollte nicht verdampfen und ihr braucht mindestens 220 Grad Celsius am Deckel. Nach 45 Minuten sieht der Krustenbraten jetzt genau so aus. Herrlich! Ist das geil oder ist das geil? Das ist doch ein perfekter Krustenbraten. Die Kruste ist super knusprig, luftig, nicht irgendwie fest, dass man drauf rumkauen muss oder nachher irgendwas zwischen den Zähnen kleben hat. Genau so soll das sein. Bei dem, der vorher nicht eingeschnitten wurde, da einmal den Krustenbraten auf die Kruste drehen, aber nicht in den Bratensaft. Ihr seht, wie saftig das hier ist. Wenn ihr die Kruste da reinlegt, ist sie natürlich auch schnell wieder kaputt, sondern auf ein frisches Brett und dann von der Fleischseite anfangen zu schneiden und unten die Kruste richtig schön durchdrücken mit dem Messer. Bei dem Stück, das vorher eingeschnitten wurde, das können wir natürlich auch von oben her schneiden. Das ist ein bisschen praktischer. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass man hier mit der Salzdosierung ein bisschen vorsichtiger sein muss. Wie ich eben erklärt habe, nur so ein bisschen Salz einreiben und oben drüber noch mal ein bisschen Salz. Das, was oben drauf war, aber dann auch wieder runterkratzen. Ansonsten wird es nachher dem einen oder anderen zu salzig sein. Hier können wir eigentlich gar nicht zu viel Salz draufpacken, weil wir schaben ja alles wieder runter. Wichtig ist, dass wir auch wirklich alles nach der ersten Phase des Grillens wieder runterschaben und dann für die 45 Minuten die Kruste zum Poppen bringen. Und nach 45 Minuten sieht die auch genau so aus wie hier. Ihr braucht dafür auch nicht zwingend einen Kernthermometer. Die Kerntemperatur wird super sein. Mindestens 65 Grad würde ich euch hier empfehlen. 75 Grad ist optimal. Wie kommt es zu dieser Schwankung? Ganz einfach. 65 Grad ist bei Schweinefleisch Medium. Bei einer guten Qualität kann man das ohne Probleme machen. Wenn ihr jetzt aber so ein Stück kauft und ihr kennt die Herkunft nicht, dann solltet ihr vielleicht eher 75 Grad nehmen, weil dann seid ihr auch lebensmitteltechnisch auf der sicheren Seite, was pathogene Erreger im Fleisch angeht. Wenn ihr aber die Fleischqualität kennt, dann müsst ihr diese Sicherheit nicht walten lassen. Dann könnt ihr das auch bei 65 Grad genießen, macht das ganze Ergebnis nur noch saftiger. Wir werden das jetzt hier vernichten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir das in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao.